Jo, meine Freunde, was geht ab und willkommen zu einer neuen Folge von Forza Horizon 5. Wir sind in einem neuen Adventure, also in einem neuen Abenteuer. Und zwar müssen wir die Lucha de Carreteras starten. Und wir werden es auch heute durchfahren probieren. Es sind ziemlich schwierige Challenges. Ich habe die ein oder andere schon bei mir selbst gefahren. Also ich habe nur die erste bei mir selbst gefahren. Und die hat es schon ordentlich in sich. Also man muss sagen, da musst du echt hartgesotten sein. Wir müssen unter anderem, ich glaube, jetzt mit dem Ford Durchschnittsgeschwindigkeit 209. Und dann bist du, das ist schon haarig. Aber abonniert gerne unseren Channel, schaut auf deine Instagram vorbei, auf TikTok, Links sind immer alle unten in der Bio und vielen Dank. Los geht's, hier haben wir mal einen Ford, keine Ahnung, MSRT. Das lief ja gut. Was? Das heißt, El Campeón wird dich trainieren, wenn du zeigst, dass du es auch verdienst. Ein Auto steht schon bereit. Sodala. Und wir müssen jetzt mit Durchschnittsgeschwindigkeit 209. Also es paced ja schon ordentlich an, aber 209, wir dürfen auch nicht richtig abkürzen. Wir haben nur eine Minute Zeit zum Abkürzen. Da braucht er schon ewig bis auf die 209. Ob wir das gut hinbekommen, ist eine andere Frage. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Und wenn die Möglichkeit besteht, werden wir natürlich auch probieren, irgendwie einen schnelleren Weg zu finden. Wir haben aber nur die 56 Sekunden und dann ist es leider vorbei. So, lala, jetzt hier 220. Wir haben schon mal gut Zeit rausgeholt, haben aber auch nur 1,47 für 3 Sterne. Ich rechne auch nicht damit, dass wir bei jeder Challenge die 200, die Sterne schaffen. Die 3 Sterne schaffen, das ist mir ehrlich gesagt auch klar. Trotzdem möchte ich mir mein Bestes geben. Ich hoffe, ihr tut das auch, indem ihr uns auch auf TikTok folgt. Links sind mal unten in der Bio, da kommt. Also Scheiße, Mann. Ich wusste genau, dass die Lacke hier ist, aber ich dachte mir, wenn ich dann ein bisschen schneide, verliere ich nicht so viel Zeit. Aber genau das meine ich. Sonst hätte ich hier keine Zeit verloren. Wir werden auf jeden Fall probieren, auf den legalen Weg, beziehungsweise auf den Standardweg zu fahren. Mein Problem ist halt, die Abkürzungen, die locken halt ein bisschen. Und so ein Trottel. Links oder rechts? Links oder rechts? Und was mache ich? Genau einen Baum zu steuern. Das ist immer die beste Möglichkeit. So. Oh nein. Ja, jetzt verlieren wir ein bisschen Zeit, aber das ist nicht so schlimm. So, da einmal noch durchs Wasser durch. Und ja, ach Mann, wie viele Wasserlacken sind denn hier? Einer noch jetzt. Genau. Perfekt. 1 Kilometer in 20 Sekunden ist, denke ich mal, unschaffbar. Ich glaube nicht, dass wir den Kilometer in einer Sekunde, in ein paar Sekunden schaffen werden. Wir schaffen es nicht mal jetzt auf die Geschwindigkeit. Ja, dann sind es 2 Sterne. Nein, nicht mal die. Nicht mal die. Wie eng ist denn die Scheiße schon wieder gerechnet? Man bekommt 6 Sekunden mehr? Was hätte ich machen sollen? Soll ich das Spiel abkürzen oder was? Hier kann man gut abkürzen zum Beispiel. Aber 2 Sterne. Nicht mal die. Doch, ich glaube, ganz knapp sind es 2 Sterne geworden. Ich weiß nicht genau, wie ich das schaffen hätte sollen, je im Leben mit ohne die 6 Sekunden. Ja, vielleicht war die Abkürzung durch das Wasserloch doch nicht die beste Idee, muss ich zugeben. Und jetzt gucken wir uns mal den Abstand an. Es waren unfassbare 2 Zehntel, die uns den einen Stern nur gebracht hätten. Also das war echt, huch, Haare sträuben. So, wir sind hier am Anflug. Zum nächsten. Oh mein Gott, Alter, das Auto bremst ja gar nicht auf dem Sand. Huch. War eine spektakuläre Reise hier, ja. Mal kurz eine Schnellreisetafel mitgegrindet. Gibt nur, kostet meine Schnellreise jetzt nur noch 9000. Wie gesagt, man kann sich spezielle Häuser kaufen. Zum Beispiel ein Schnellreisehaus. Dann kannst du dir wieder ein anderes Haus kaufen. 2 Sterne ist okay. Also muss man sagen, wer war jetzt nicht so perfekt, aber ist schon okay. Klär dir die Regeln und alles. Sonst noch Fragen? Muss wenn ich zum Luchador werde, brauche ich doch eine Maske, oder? Pues sí, aber du musst sie dir verdienen. Muss jede Challenge mit diesem Auto sein? Ach, schon wieder. Meine Lieblingschallenge, die Fähigkeitspunkte. Wir brauchen also 10k. Fähigkeitspunkte. Okay. Die machen wir, indem wir irgendwie herumfahren. Also
Sachen zerstören, irgendwie herumfahren, das kennen wir vom letzten Mal schon. Nur halt der Baum darf nicht im Weg sein, der nicht zerstörbar ist. Weil das kostet unendlich viel Zeit, die wir leider nicht haben. Wir haben ja nur eine Minute hier. Der eine Stern ist auf jeden Fall drin. Für mehr, ruf bitte meinen Bruder an, der kann das um eine Ecke besser wie ich. Ich bin da jetzt nicht gerade der große Fähigkeitspunkte-Sammler. Wenn du auch so Jumps machst und so, das ist natürlich Gold wert, wirklich. Das ist Gold, Baby. Aber ich bin da jetzt nicht der Jumper und auch schon gar nicht der Skillwert-Punkte-Fahrer. Ich bin ein Rennfahrer. Ich mag die Rennen, aber nicht jetzt unbedingt die ganzen Skillwert-Punkte und so. Das ist mir ehrlich gesagt auch zu mühsam. Hat Gott sei Dank gezählt. Ultimativer Sprung, aber das war's jetzt auch. Wahrscheinlich bekommen wir eh die 3K. 45, ja. Wie viel hätte... Also wir brauchen nur 10. Ach so, okay. Na perfekt. Ich dachte schon, wir brauchen jetzt 10 für einen und so weiter. Schlagen Sie das Fähigkeitsziel. Okay, das hatten wir mal locker geschafft. Ich glaube, die werden aber hoffentlich noch dazu gerechnet. Und da kommen nochmal 5.000, 6.000 dazu. War das die Challenge? Also, wenn das die Challenge war, dann war das meine Lieblingschallenge bisher. Also, das wäre ja zu easy. El Campeon scheint beeindruckt, sie, oder? Aber als nächstes Ramiro. Musst du deinen Mut beweisen. Nein, das war sie natürlich noch nicht. Okay, und jetzt noch in 3 Minuten 20 mit einem Tempolimit von 129. Was haben die mit diesem Tempolimit? Aber jetzt sind wir nur noch 129. Wir haben viel mehr Zeit für viel weniger Kilometer. Das macht Spaß, auf jeden Fall. 100. Ah, okay, man muss. Okay, das ist natürlich ziemlich cool, was sie da hier gebaut haben, aber das interessiert mich nicht. Wir werden hier ein bisschen abkürzen. Achso, das ist sogar laut. Laut, okay. Bei 129, ich meine, das ist eigentlich schaffbar. So, wir fahren hier gleich mal so einen Kreis. Okay, das sollten wir locker schaffen. Das sollten wir locker schaffen. Alter, der fährt, ja, oh, das war nicht so lecker. Das war nicht so lecker. Ich glaube, da kommt ein Baum noch irgendwo. Nein, perfekt. Perfekt, Mann. Ist das unser perfekter? Okay, lass uns in den Maya-Tempel fahren. In den Spuren von Messner und Jana Jones. Der Phoenix macht jetzt einen Abflug. Ich hoffe, da kommt kein fetter Baum mehr. So, das war's. Hier ist das Ziel. Boom. Das war easy. Easy, Mann. Ja. Das ist der letzte Test. Beweise El Campeon mit Ramiro. Machen wir jetzt schon 3 Challenges oder ist das auch immer noch die eine? Ich glaube, das war sie jetzt. Nein, da sitzt wieder neben mir. Hast du noch ein Rennen gegen ihn? Ja, moin. Die Challenges werden immer länger. Also, okay, das so. Gegen den Sumo-Ring jetzt noch eine Challenge, okay. Noch ein Rennen. Ach, okay, das Rennen ist eigentlich nur so trivial, weil wir müssen, ja, eigentlich 5 Kilometer in 1 Minute 50. Also, wenn das jetzt mal nicht eng berechnet ist, dann frage ich mich auch. 1 Minute 50. Okay, lassen Sie 5 Sekunden nicht unterschlagen. 1 Minute 55. Nein, sorry, aber das verleitet mich, ehrlich gesagt, zum Sterben. Was denn sonst? Das verleitet mich hier, geradeaus zu fahren. Also sorry, aber du kannst die Challenge nicht schaffen, wenn du hier nicht abkürzt. Und man muss die Wegpunkte schaffen. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Dann sagen wir mal gleich, das wird nichts mit den 3 Sternen. Wenn ich jetzt die 3 Sterne nicht bekomme, wegen dieser Challenge, die mit einer unfassbar unverschämten Zeitangabe zu tun hat, dann frage ich mich aber wirklich, was mit dem Spiel falsch rennt. Ich denke mal, ich habe da 5 Challenges in einer. Also das ist wirklich, wir haben jetzt schon die halbe Zeit vorbei, okay, ein Viertel der Zeit vorbei. Die letzten paar Meter, 1,2 Kilometer, 20 Sekunden, 25. Och, und ihr, nein, ihr Hurensöhne. Ihr Hurensöhne, Mann. Wie soll man das denn machen? Na genau. Können wir rein? Mann, ihr seid so Schweine. Ihr seid so Schweine. Mann, das kann's nicht sein. Wie kann man nur so ein Arschloch sein? Die Lenkung von dem Auto ist natürlich auch klar, dass ein Rallye-Auto die perfekte Lenkung hat. Trotzdem, ach Mann, das wird so knapp. Ich hoffe, ich muss die nicht überpiepsen. Ich hoffe, das muss ich nicht. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Wir schaffen mit so einem Vorsprung. Aber mit so einem Vorsprung. Ich erwarte deine strahlende Zukunft. Gewicho! Hart. Zweifellos dein Können bewiesen. El Campeón Misterioso ist bereit, dich zu unterstützen. Du trägst nun den Namen Toro Loco! Drei Sterne, Leute. Yes! Unsere ersten drei für diese Season. Ich würde sagen, eins oder zwei gucken wir uns schon noch an. Wir haben eh noch mehr als genug Zeit für das heutige Video. Vielleicht schaffen wir alle, aber das wird schwierig. Das wird echt schwierig. So, Leute. Einmal noch durch den Wald. Hier drüber. Oh mein Gott, so eine Scheiße. Okay, das werden wir nicht tun. Das habe ich mir fast gedacht. Wollte ich auch gar nicht. Ich wusste nicht, da war so ein schönes Loch und ich dachte mir so, da musst du durchfahren. Aber dieser View allein auf die Schrägseilbrücke hier, einfach ein Traum. Aber wir gehen hier in die nächste Lucha de Carretera. Eine machen wir, wir werden heute noch zwei machen und die anderen im nächsten Video. Also abonniert fleißig für die anderen Videos. Ich werde gleich im Anschluss den nächsten Teil aufnehmen. Aber wir werden auch beim nächsten Mal wieder ein paar Rennen fahren. Da habe ich auch voll Bock, das Gefecht. Das sieht so komisch aus. Für mich ist das echt sehr komisch. Und sprich auch nicht. Das macht der Ansager. Alles andere ist startklar. Steig in dein Auto. So, Leute. Wir müssen wieder mal Fähigkeitspunkte sammeln. Das ist ziemlich easy. So. Wir brauchen für einen Stern 10.000. Das ist natürlich jetzt, naja. Da stellen sie irgendwas hin, dass man sich da gefühlt das Auto zerstört. Also ich weiß nicht genau, was da ihr Ziel ist. Die 10.000 haben wir schon. Wir haben sogar 20.000. Genau, und oben wird auch mitgezählt. Ganz fleißig wird oben mitgezählt. Nein, 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 nein. Sie sind weggerechnet worden. Fuck. Okay, wir haben 2 Minuten Zeit für 60.000. Also wenn ich das nicht schaffe. Ja, das Problem ist halt, wir haben hier nur so Zäune, die ich zerstören kann. Mit Bäume traue ich mich nicht richtig. Ja, immerhin haben wir schon mal wieder, ja, keine Ahnung. Ja, ein paar Tausend sind es wieder. Also wir haben knappe 14 wieder drauf. Nur das Problem ist, ich darf 15 jetzt wieder. Das heißt, wir haben jetzt schon 30. Der A-Drift hat 800 gebracht, das war sehr toll. Ja, das Problem ist, wir haben hier nur dieses grausliche Gatter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, die haben sich mitgezählt. Wir haben es geschafft. Wir haben die 3 Sterne, Leute. Wir haben die 3 Sterne. Lol, ich brauche gar nicht mehr fahren. 129.000. Wir haben 3 Sterne bei einer Fähigkeitspunktenveranstaltung. Wir haben die 3 fucking Sterne, Mann. Yes! Yes, Mann! Da ist das geil. So cool. Das war echt tolle Leistung. Wirklich, das hat mega Spaß gemacht. Die 3K sind so verdient auf jeden Fall. Kapitel abgeschlossen. Macht unbedingt gern dafür das Däumchen da oben weg. Wirklich. Das hat so viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir können noch mehr rausholen. Ja, 3 Sterne, 138.000 Fähigkeitspunkte. Hätte nicht geklappt, aber die Schilden und so weiter, die machen da wirklich richtig was aus, das glaubt man gar nicht. So Leute, wir sind wieder mal hier bei der Lucha de la Carreteres Qualifikation. Ich bin sehr gespannt, was das zu bedeuten hat. Ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Toro Loco ist ein echter Profi, ein wahrer Technik. So, wir sind hier, naja, nicht wieder Fähigkeitspunkte, oder? Ach man, nicht wieder, oder? Das sieht mir echt wieder nach Fähigkeitspunkten. Oh nein, doch nicht. Oder? 3 Sterne. Okay, es ist ein Rennen. Wir müssen wieder ein Rennen fahren, aber wieder mit so, wo geht die Strecke entlang? Okay, da hinten. Okay, man kann abkürzen ein bisschen. Ich bin das noch nie gefahren. Man könnte also theoretisch echt viel hier abkürzen. So, ich weiß nicht genau, das richtige Streckenlayout. Das erinnert mich ein bisschen an Wreckfest. Haben wir auch mal gezockt. Schaut oben rechts gern vorbei. Da habe ich es euch rein verlinkt. Wreckfest war mega. Wenn ihr Bock drauf habt, können wir da gerne mal wieder reinzocken. Aber jetzt hier mal, das erinnert mich echt voll an Wreckfest noch.
mit diesen Reifen und mit diesen vielen Kies und Erde und keine Ahnung, was das ist. Also Wüstensand, nehme ich mal an. Dann macht das echt Bock hier. Salala, wir haben natürlich unseren Kontrahenten ja abgehängt, das war mir auch klar. Aber das Rennen ist sehr lang. Und gerade diese ganzen vielen Kurven hier, die lenken halt übelst ab vom Layout. Salala, und los geht's hier raus auf die normale Straße. Nein, es ist ein Querfeld-Einrennen anscheinend. Nein, ist es nicht. Die haben hier einfach nur, genau, die hauen hier einfach nur Sachen rauf. Also jetzt geht's aufs richtige Rennen. Oh mein Gott, okay. Einmal mal Sprungschanze. Bumm, geschafft. Und so, lala. Es schaut ein bisschen aus, teilweise wie Sandwüste. Wäre auch cool, wenn es schneien würde. Ich weiß nicht, wir hatten noch keinen Winter in dem Game. So, auch okay mitgenommen. Ah, das war nicht mehr so okay. Ach, scheiße. Mir nicht. Oh, what, der Psychopathen, halt über zwei Sprungschanzen drüber. Nein, es geht sich leider ins Arschlecken nicht aus. Das wird zu knapp. Nein, es geht sich nicht aus. Nein! Es geht sich um eine fucking Sekunde nicht aus. Das kannst du... Ich glaube, es war um eine Sekunde nicht. Um eine Sekunde haben wir die Qualifikation nicht geschafft. Haben wir den dritten Stern nicht geschafft. Es war... 1,1 Sekunden. Mann, ich würde ja gerne neu starten, aber das geht sich heute leider nicht mehr aus. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Abonniert gerne den Channel. Ich muss leider ein bisschen viel herumfahren, deswegen ist das Video auch nicht so lang geworden. Wir haben wieder eine Aufnahmezeit von über 30 Minuten, aber trotzdem wird das Video nur die Hälfte werden. Abonniert gerne den Channel, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Schaut auch unbedingt gerne auf TikTok und auf Instagram vorbei.